Du brauchst einen Voice Changer für dein OBS Studio? Gratis, einfach zu handhaben und vielseitig? Und das Ganze noch per Tastendruck zuschaltbar? In diesem Video zeige ich dir, wie du auf Knopfdruck deine Stimme veränderst und deine Zuschauer begeisterst. Voice Changer oder Stimmverzerrer sind eine wirklich coole Sache. Jetzt zeige ich dir, wie du in deinem Stream endlich wie der Final Boss rüberkommst. Im Gegensatz zu anderen Diensten, bei denen du für wirklich gute Voice-Optionen bezahlen musst, ist diese Methode absolut kostenlos. Hallo Content Creator, ich bin David Klepers und helfe dir bei allen Themen rund um YouTube, Streaming und Videomaking. Ich werde dir jetzt zeigen, wo du die notwendigen VSD-Plugins herunterladen kannst, wie du sie installierst und in OBS einbindest. Jetzt legen wir los. Eine wichtige Frage habe ich noch. Was ist aktuell das größte Problem, das dir bei OBS Sorgen bereitet? Schreib es mir bitte in die Kommentare. Jetzt ab dafür! Für unseren OBS Studio Voice Changer benötigen wir als allererstes die OBS Studio Rear Plugs. Die können auf der Herstellerseite kostenlos heruntergeladen werden. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes musst du wissen, hast du eine 32- oder 64-Bit-Variante von Windows. Dementsprechend musst du auch das richtige Plugin herunterladen. Der Download geht recht flott. Die Datei ist sehr klein und kann von hier aus, das ist eine Exe, direkt ausgeführt werden. Ja, ich bestätige die Lizenzbestimmungen. Hier muss ich mich entscheiden, welche Komponenten der Rear Plugs mit installiert werden. Da würde ich vorschlagen, das normal beizubehalten und alle zu installieren. Haben ist besser als brauchen. Next. Hier nochmal, sehr wichtig, der Standardpfad muss hier beibehalten werden. Ansonsten kommt es zu Problemen, denn OBS Studio wird die Plugins nicht finden können, wenn diese unter einem falschen Pfad abgelegt oder installiert wurden. Also installieren. Auch das geht recht schnell. Wir sind durch. Das benötigen wir nicht mehr. Und die Rear Plugs sind jetzt installiert. Ich öffne einmal OBS Studio. Hier habe ich eine fast Blanko-Variante. Die einzigen Quellen, die ich habe, hier sind das Testmikrofon und Testkopfhörer. Das ist hier ein kleines Headset, was ich an den PC angeschlossen habe. Beides wirst du brauchen. Du wirst ein Mikrofon benötigen, natürlich für den Voice Changer und Kopfhörer. Die Kopfhörer werden wir benötigen für das Monitoring, damit wir in Echtzeit auch hören können, welche Auswirkungen die jeweiligen Einstellungen des Rear Plugs auf unsere Stimme haben. Daher machen wir uns jetzt in die Einstellungen und werden das Monitoring zuallererst einstellen. Dazu gehen wir auf Audio. Hier haben wir unter Erweitert Standard. Da möchte ich meine Testkopfhörer haben. Das bedeutet, das Monitoringgerät sind die Kopfhörer. Alles, was ich in mein Mikrofon sage, wird auch an meine Kopfhörer geleitet. Das bedeutet, ich höre mich selbst. Okay. Wir sind noch nicht ganz fertig. Jetzt müssen wir noch in die erweiterten Audioeigenschaften. Hier habe ich mein Mikrofon. Jetzt muss ich sagen, das Monitoring einschalten. Es gibt drei Möglichkeiten. Als erstes standardmäßig, das Monitoring ist aus. Nur Monitoring. Das Audiosignal meines Mikrofons geht an die Kopfhörer, nicht aber in den Stream oder die Aufnahme. Dann haben wir hier Monitor und Ausgabe. Hier ist die Auswahl, die wir dazu haben möchten, die wir benötigen. Das Monitoring-Signal geht also nicht nur an die Kopfhörer, sondern auch direkt in den Stream oder in die Videoaufnahme. Schließen. Okay, das Monitoring ist jetzt eingerichtet. Ich werde es einmal testen. Sprech einmal in das Mikro und ja, ich kann mich hören auf meinen Kopfhörern. Monitoring ist perfekt eingerichtet. Jetzt machen wir uns dran, die Rear Plugs einzurichten. Das sind Audiofilter, die wir auf unser Mikrofon setzen. Ich wähle dazu das Mikrofon aus, klicke auf Filter, sage einmal Filter hinzufügen. Jetzt haben wir hier einmal die VST-Plugins. Das sind unsere Rear Plugs. Als allererstes werde ich einen Soundeffekt, ein Echo einrichten. So nenne ich den Filter. Sage OK und habe hier auch schon den Audiofilter Echo. Jetzt muss ich das korrekte Plugin auswählen. Das ist für unsere Zwecke jetzt das Rear JS. Sage Plugin-Schnittstelle öffnen, habe hier die Einstellungen, klicke auf Load und kann hier jetzt auswählen die verschiedensten Einstellmöglichkeiten dieses Plugins. So, wir wollten ein Delay haben. Ich wähle das hier an, aus. Und habe hier auch schon die Möglichkeit, die Einstellung vorzunehmen.
Damit ich auch weiß, was ich da einstelle, setze ich mir jetzt einmal die Kopfhörer auf. Und höre auch schon, das Delay, das Echo ist noch ein bisschen too much. Ich wähle 150 Millisekunden aus. Auch noch ein bisschen zu viel, 100. So. Okay. Genau das Echo, das ich haben wollte. Ich habe diesen Filter jetzt korrekt eingerichtet. Höre das Ganze auch so, wie ich es haben wollte, über das Monitoring auf meinem Kopfhörer. Ich möchte jetzt noch einen Filter hinzufügen, wähle wieder das VST-Plugin aus, nenne das Ganze Pitch. Klicke OK. Ich schalte das Echo aus, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Beim Pitch werde ich jetzt das richtige Plugin auswählen. Sage Plugin-Schnittstelle öffnen, lade das Ganze, wähle hier einmal Pitch und Super Pitch aus. Okay, jetzt gebe ich hier ein bisschen Gas, das ist zu viel, 0,5. Dann werde ich das Ganze hier ein bisschen pitchen. Und okay, ihr ahnt es nicht, so einfach ist das. Ich habe jetzt eine Chipmunk-Stimme und es ist total verwirrend, wenn man das hört. Aber Kopfhörer raus, alles gut. Zwei Anmerkungen habe ich noch. Zu einer besseren Verständlichkeit habe ich meinen Podmic hier über den Voice Changer gelegt, damit ihr mich besser verstehen könnt. Deswegen klingt immer so die richtige Stimme noch mit drin. Ich wollte euch die Gelegenheit geben, nochmal zu hören, wie der Voice Changer gänzlich ohne das Mikrofon klingt. Das können wir jetzt machen. Ich schalte jetzt hier den Pitch dazu. Das bedeutet, ich klinge wie ein Chipmunk. Jetzt ist es das Echo. Ihr hört das Echo. Und jetzt hört ihr den Chipmunk. Mit einem Echo. So klingt das Ganze live. Okay, die zweite Anmerkung bezieht sich auf das Plugin selbst. Wenn ich hier die Plugin-Schnittstelle öffne und auf Load klicke, seht ihr hier Unmengen an Einstellmöglichkeiten, die ihr da habt. Mit diesen könnt ihr wirklich zahllose Stimmen für euren Voice Changer kreieren. Ihr müsst euch da ein bisschen Zeit lassen und vor allen Dingen eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Jetzt schalte ich auch hier den Filter aus. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Zwei Filter eingerichtet. Einmal das Echo und einmal über den Pitch die Chipmunk-Stimme. Ich schließe jetzt die Filtereinstellung für mein Mikrofon. So, jetzt möchten wir aufnehmen oder einen Stream starten und wollen das Ganze per Hotkey dazuschalten. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Da sind sie. Es ist in OBS Studio standardmäßig nicht möglich, Hotkeys zu setzen für Audio- oder Videofilter. Das müssen wir jetzt ändern. Wir müssen jetzt dem OBS Studio die Hotkeys für Filter beibringen. Ich schließe dazu jetzt die Einstellungen und wir begeben uns in das Internet. Was wir benötigen, ist das Plugin, es ist ein Skript, OBS Filter Hotkeys. Dieses Skript werde ich jetzt als ZIP-Datei herunterladen. Öffne einmal den Ordner. Den Link für die Skripte findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier habe ich die Skripte. Ich werde sie entpacken. Und habe jetzt hier die Skripte, die benötigt werden, um Hotkeys für die Filter einzurichten. So. Die Skripte binde ich über Werkzeug Skripte ein. Hier das Plus, Skript hinzufügen. Das ist jetzt der Standardpfad für die OBS Skripte. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst die Skripte da, wo sie sind. Das ist jetzt nicht so elegant, würde aber auch funktionieren. Nämlich hier im Download-Verzeichnis und gebt das Verzeichnis hier an. Oder wir machen es gleich richtig. Einmal Rechtsklick auf den Ordner, kopieren. Und dann sage ich hier einfügen. Jetzt haben wir auf den korrekten Pfad unsere Skripte. Hier sehe ich sie. Es gibt zwei Skripte, einmal für Audiofilter und einmal für Videofilter. Wir möchten jetzt erstmal die Audiofilter einrichten. Ich wähle sie aus, klicke auf Öffnen. Das brauche ich nicht. Hier sehe ich schon die geladenen Skripte. Das bedeutet, dass wir jetzt die Hotkeys für Audioskripte in OBS eingerichtet haben. Schließen. Um die Hotkeys für Audiofilter einrichten zu können, muss ich noch einmal in die Filtereinstellungen meines Mikrofons. Ich klicke hier auf Filter hinzufügen und sehe auch schon den Eintrag Filter Hotkeys.
Das ist das Skript. Sollte es nicht da sein, einmal OBS schließen, wieder öffnen. Danach sollte alles so vorhanden sein, wie wir es hier sehen. Ich wähle das Ganze einmal aus. Nenne das einfach etwas kürzer. Filter-Hotkeys. Okay, eingerichtet. Du fragst dich mit Sicherheit, was dieses Skript jetzt genau macht, wie es funktioniert. Alle Filter, die ich hier eingerichtet habe oder einrichten werde, werden durch dieses Skript in den Einstellungen, in den Hotkeys hinterlegt und können dann mit Tasten belegt werden. Das Skript kann manchmal etwas zickig sein. Wenn es nicht funktioniert, einfach OBS einmal schließen, wieder öffnen, dann läuft es. An dieser Stelle bin ich jetzt durch. Ich habe die Filter eingerichtet, die ich haben möchte. Mit dem Skript werden diese auch in den Hotkey-Bereich der Einstellungen hinterlegt. Ich sage schließen und gehe jetzt einmal in die Einstellungen Hotkeys und scrolle runter. Hier haben wir auch schon unser Skript. Es hat hinterlegt die Einstellung für den Filter Pitch und die Einstellungen für den Filter Echo. An dieser Stelle fragst du dich bestimmt, warum gibt es je Filter insgesamt 4 Einstellungen, die ich tätigen kann. Das Ganze ist in der README-Datei sehr gut erklärt. So, 0 bedeutet Filter ausschalten. Wenn ich hier die 1 habe, bedeutet das Filter einschalten. Mit der 2 kann ich den Filter einschalten und beim erneuten Betätigen der dort hinterlegten Taste kann ich den wieder ausschalten. Dann haben wir hier die Einstellung 3, Hold. Das bedeutet, ich drücke die Taste und der Filter ist so lange aktiv, wie ich die Taste gedrückt halte. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Pitch. Ich setze ein die 1. Mit der 1 kann ich die Filter, egal was ist, ausschalten. Dasselbe mache ich bei Echo. Das bedeutet, mit der 1 werde ich alle Filter, sollten sie warum auch immer eingeschaltet sein, ausschalten können. Dann möchte ich die Filter aktiv haben, wenn ich die Taste drücke und nur so lange, wie ich sie gedrückt halte. Pitch bekommt dann die 2 und das Echo bekommt bei der 3 die 3. Also, halte ich die Taste 2 gedrückt, wird der Filter Pitch aktiv, lasse ich sie los, geht er aus. Selbiges gilt für Echo, nur mit der Taste 3. Halte ich die gedrückt, ist der Filter aktiv, lasse ich los, ist er wieder aus. Sollte sich ein Filter irgendwie einschalten, kann ich alle Filter mit der Taste 1 sofort ausschalten. Das wären auch schon die Einstellungen. Wir übernehmen. Um das Ganze zu testen, gehen wir jetzt einmal in die Filtereinstellungen unseres Mikrofons. Ich setze mir mein super Headset auf, damit ich das Ganze auch monitoren kann. Ich höre meine Stimme ganz normal. Mache jetzt einmal beide Filter an. Jetzt höre ich die Chipmunk-Stimme mit einem Echo. Mit der Taste 1. Beide Filter sind aus. Ich drücke jetzt die Taste 2. Halte sie gedrückt. Und der Pitch-Filter ist aktiv. Ich habe meine Chipmunk-Stimme. Lasse los. Auch der Filter ist sofort aus. Jetzt machen wir es einmal mit der Taste 3. Das Echo ist eingeschaltet. Ich halte die Taste gedrückt. Lasse jetzt die Taste los und das Echo ist aus. Ich kann auch die Taste 2 und 3 parallel gedrückt halten. Dann habe ich ein verrücktes Eichhörnchen mit einem Echo. Beide Tasten los, alle Filter aus. Ihr könnt natürlich die Tastenbelegung auf euer Stream Deck legen. Da ist natürlich alles möglich. Ich habe für euch ein kleines Paket zusammengeschnürt. Dieses beinhaltet Facecam Overlays und PDF Booklets mit den besten Tipps und Tricks für Content Creator. Einfach den Multimedia Toolkit Newsletter abonnieren und das Paket kostenlos herunterladen. Wie das genau geht, erfahrt ihr am Ende des Videos. Wie du siehst, bieten dir die Reaper VSC Plugins viele Möglichkeiten. Sie sind absolut kostenlos und einfach einzusetzen. Und nur deine Fantasie ist das Limit. Ich habe dir noch einen Bonus versprochen. Hier ist er. Zu der Seite mit den Preset- und Overlay-Downloads gelangst du über diesen Link. Du findest ihn natürlich auch in der Videobeschreibung. Dieses Video möchte ich dir noch unbedingt empfehlen. Okay, ihr Content Creators, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche dir weiterhin viel Spaß und gute Unterhaltung. Bis zum nächsten Video, dein David von Multimedia Toolkit. Tschüss!